Ich glaube, dass Sucht und Laster schon irgendwie verwandt sind. Vielleicht ist das Laster die kleine harmlose Schwester der gefräßigen Sucht. Als Tochter einer katholischen Religionslehrerin habe ich jedenfalls von Haus aus ein ganz natürliches Interesse an verbotenen Früchten. Boah, was steht Sucht denn? Und Laster. Halt, schlägst du mal am Hut. Sucht und Laster, endlich, endlich. Eieiei, du fragst mich hier Sachen. Ich hatte gerade eben verstanden, Lust und Zaster. Dann habe ich gedacht, ach, das ist aber auch ein schönes Thema. Im Hintergrund, entschuldige, weil es ja ganz profan, ein paar nackte Frauen. Ich bin immer noch süchtig. Darf ich sehen? Aber ich setze mir nicht mehr ungefähr 20 Schüsse am Tag, sondern nur noch so 5. Es sind um mich rum sind eben Gedankenblasen voll und die sind, die ganz viele Gedankenblasen sind voll mit ganz viel Scheiß und ich stehe einfach da und seziere. Ja, und du machst dir zu diesem Thema keine Gedanken? Nee, überhaupt nicht. Dankeschön. Bitteschön.